denn noch an den Tag gelegt haben, finde ich persönlich absolut Hammer und absolut ehrenwert. Vielleicht ist es Ihnen ein kleiner Applaus wert. Mir gefällt es, ich finde es einfach nur klasse und einfach Hut ab vor den drei. Ja, auf dem Ponton befinden sich derzeit zwei Bagger und das ist für mich so der Inbegriff, dass wir alle Gewerbetreibenden, ich zähle mich da auch dazu, eigentlich immer noch Modellbauer und Spielkinder sind, wie alle anderen, die hier auch am Baggern sind. Nämlich diese beiden Bagger sind von zwei von unseren Gewerbetreibenden, zum einen von der Firma Sei und zum anderen von der Firma Liebherr Modelle. Und wer die beiden Jungs gestern hat baggern sehen, das war Spaß pur. Die hatten ihren Spaß dran, ihre Lust dran. Es war einfach schön anzusehen. Jetzt werden sie das Ponton gleich verlassen. Hier vor mir hat der Kollege jetzt, ich denke, er hat sich wirklich in den letzten 4 Tagen hier bei uns wirklich überall mit integriert. Manchmal stand er im Weg, aber doch für den Fernsehmann, für unsere Verhältnisse sehr, sehr selten. Und wer Interesse daran hat zu sehen, was er jetzt aufgenommen hat, heute Abend um 19.30 Uhr in der Hessenschau wird es einen Bericht über diese Veranstaltung geben, in dem Sie vielleicht dann auch, wenn Sie heute zum ersten Mal da sind, eben auch sehen können, was wir in den letzten 4 Tagen betrieben haben und was alles so passiert ist. Eigentlich bei fast jeder großen Aktion war er mit dabei und hat mitgefilmt. Also ich denke, es wird ein sehenswerter Bericht, der heute Abend dann im Hessischen Rundfunk laufen wird. So, hier hinten sind wir inzwischen mit der Bohle auf der Höhe, die das Wasser im Moment hat. Hier hinten werden gerade Matchspiele durchgeführt. Es ist also im Moment so, dass die Beinwände die Folie verhindert, dass das Wasser ins Hafenbecken einläuft. Ich denke, mit der nächsten Bohle könnte es schon knapper werden, dass dann das Wasser reinläuft, aber wir werden das gemütlich mit zuschneiden und gucken, was damit passiert. Gut, ich kriege eben Signale unserer Kollegen, ohne dass wir erst händisch irgendwelche Seile lösen müssen. So, jetzt werden die beiden Kollegen versuchen, auf beiden Seiten das Brett anzuheben. Wobei natürlich der OK-Bagger das leichtere Spiel hat. Er kann, so wie wir Menschen, greifen. Der Kollege mit dem Liebherr-Bagger hat es da etwas schwerer. Ja, aber er hat es schon ein Stück rausgehoben. Ja, auch der OK-Bagger ist jetzt in Position und die zwei haben sich eben abgestimmt. Sie werden versuchen, die Leiste auf das Ponton zu legen und müssen gucken, ob es gelingt. Also im Moment ist die Anspannung bestimmt genauso groß, wie wenn man das auf einer Originalbaustelle machen würde. Ich glaube, da kommt man dann über die Überläufe. Also das gelingt nicht, der OK-Bagger kommt nicht hoch genug hoch. Ja, das ist halt der Nachteil, den ich eben beschrieben habe, auch er hat es geschafft. Der Verstellausleger konnte halt jetzt seinen zusätzlichen Knick einfach mal ausspielen und dann eben etwas höher hochheben. So, gern. Kollegen freuen sich immer darüber. Ich denke, das ist Füße, ne? Wenn der hier reinschraubt. Das sieht jetzt Sinn haben. Ja. Ich muss mich verraten, dass da hinten noch ein Freund der steht. Genau das. Vielleicht gibt es mal die ganze Wand hier oben raus. Du siehst einen Traum. Ja, da sitzt wahrscheinlich. Sie ziehen das nicht. Das muss man so Also es bedarf im Moment gerade ein bisschen Abstimmung, weil die Leiste leert sich. Als wir das am
Das ist ein Gleichgewicht, das gestört. Jetzt haben wir die Leiste erreicht. Jetzt wird es für beide einfacher. Also wir sind auf jeden Fall gefahren. Ja, wir haben, ich sehe es jetzt gerade von hier, am Montag haben wir einen Fehler gemacht für die Aktion jetzt. Wir wollten die Latten damals abdichten und haben diesen Schlitz, in den sie drinstecken, noch ein bisschen zusätzlich von hinten verstärkt, damit sie nicht klappern und dicht sind. Das kommt uns jetzt halt eben zum Nachteil. Ja, also wer sich jetzt hier wundert, was wir hier im Hintergrund am Plappern sind, zur Erklärung. Der eine Baggerfahrer ist Frank Herold, der andere Baggerfahrer Frank Hager. So, jeder von uns hat jetzt eben immer gesagt, Frank, mach mal, Frank, tu mal. Und die zwei der. Kann man eben drauf und sagen, Frank H, geht auch nicht. Jetzt immer so weit, der eine ist Frank 1, der Frank 2. Thank you.